Herzlich willkommen zum Fototutorial Mittwoch. Mein Name ist Frank Fischer und heute geht es um das und das. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Frank Fischer. Ich begrüße euch herzlich zum Fototutorial Mittwoch. In den letzten Bildbesprechungen haben wir immer mal wieder Fotos dabei gehabt, wo Menschen in Glaskugeln fotografiert haben. Und ich habe gedacht, ey, das Thema ist so alt und so tot. Toter geht es gar nicht mehr. Aber offensichtlich kommt es gerade wieder so ein bisschen in Mode. Ich weiß, die erste Glaskugel zum Reinfotografieren habe ich vor 15 Jahren oder irgend sowas gekauft. Die liegt auch noch bei uns im Studio. Die zeige ich euch mal hier im Video noch eingeblendet, damit ihr mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie so eine Glaskugel mit der Zeit aussieht und vor allem, warum ihr genau so eine nicht kaufen solltet. Ich habe also eine neue bestellt bei dem großen Händler eures Vertrauens und ich zeige euch gleich mal, wie das Ganze so wirkt. Das Wichtige beim Thema durch eine Glaskugel fotografieren ist ganz klar, dass ihr eine Glaskugel in Fotografenqualität kaufen solltet. Das Besondere daran ist, die hat keine Einschlüsse und vor allem sie ist außen poliert. Denn wenn ihr Kratzer auf der Oberfläche habt oder Einschlüsse oder ähnliches, dann macht das ganze Thema keinen Sinn. Denn das Einzige, was auf euren Fotos scharf sein soll, ist die Spiegelung in der Glaskugel. Und damit ist es natürlich dämlich, wenn ihr Einschlüsse oder auch Kratzer darauf habt. Wenn ihr die Kugel jetzt so benutzt, dann macht es nicht so wie ich. Ihr seht es hier, ich bin mit meinen Händen direkt auf der Glasoberfläche. Diese Fingerabdrücke werdet ihr alle sehen. Ich würde euch also empfehlen, Handschuhe zu tragen oder etwas dabei zu haben, womit ihr die Kugel reinigen könnt. Ich habe auch was zum Reinigen dabei. Und zwar hier so ein schwarzes Mikrofasertuch. Ihr kennt die Tücher auch schon aus anderen Videos, da bewahren wir unsere Objektive drin auf. Das ist natürlich optimal, weil es schön weich ist. Und ist auch ganz frisch gewaschen, insofern keine Sandpartikel und sowas drauf. Damit solltet ihr für jedem Foto einmal die Kugel ordentlich polieren, vielleicht habt ihr noch Glasreiniger dabei, damit sie einfach vernünftig sauber ist und es überhaupt möglich ist, damit ein ordentliches Foto zu machen. Dann werdet ihr, und davon gehe ich ganz stark aus, die Offenblende verwenden wollen. Denn bei der Offenblende habt ihr den großen Vorteil, ihr bekommt natürlich einen sehr unscharfen Vorder- und Hintergrund und seht nur die Glaskugelspiegelung in scharf und das ist genau das, was man erzeugen möchte. Wenn ihr ein Landschaftsfoto macht mit Blende 22 und die Glaskugel ist scharf und der Vorder- und Hintergrund auch, dann gibt das ganze Ding keinen Sinn, weil ihr an der Glaskugel vorbei auf den Hintergrund gucken könnt, also ihr wollt die Offenblende benutzen. Um die Offenblende sauber benutzen zu können, müsst ihr entweder versuchen, auf die Glaskugel scharf zu stellen oder aber für diejenigen, die es eingebaut haben, die benutzen das Focus Peaking, so wie wir auch an der Olympus, um manuell scharf zu stellen und damit sicher zu sein, dass der Schärfepunkt an der richtigen Stelle in der Spiegelung der Kugel sozusagen sitzt. Was ich euch in keinem Fall empfehlen würde, wäre die Kugel zum Fotografieren in der Hand zu halten, also so in die Kugel rein zu fotografieren. Ich finde, das Ganze ergibt gar keinen Sinn, weil warum sollte ich meine eigene Hand mit ablichten, um Glaskugelfotografie zu betreiben? Natürlich legt ihr die Kugel irgendwo sauber ab. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil, machen wir uns nichts vor, das Ding ist kreisrund und wenn ich das jetzt zum Beispiel, wie jetzt hier gerade zu sehen, versuche irgendwo abzulegen, dann beginnt die Kugel zu rollen, dann fällt es mir schwer, ein ordentliches Foto zu machen. Insofern braucht ihr irgendwas an Hilfsmitteln. Ihr könntet beispielsweise einen Powerstrip oder sowas nehmen, um die Kugel festzukleben. Das einzig Doofe ist, macht euch immer bewusst, die Kugel sorgt dafür, dass ihr den Powerstrip, also dass es unter der Kugel liegt, seht. Manche lösen das ganze Thema mit so Gummidichtungsring, mit so O-Ringen. Ich habe hier eine Unterlegscheibe dabei, eine kleine, die reicht, um sozusagen den Untergrund ein bisschen auszugleichen und gleichzeitig einen vernünftigen Standpunkt für die Kugel zu sichern. Also ihr sucht euch einen vernünftigen Ablageplatz und legt sie ab, so wie ihr es hier eben im Video auch sehen konntet. Dann bedenkt, wenn ihr so Glaskugelfotos macht, die Dinge, die ihr in der Glaskugel seht, stehen auf dem Kopf. Das kann ganz schön sein, also es spricht im Prinzip nichts dagegen, ein Foto zu machen, wo der Hintergrund auf dem Kopf steht und wenn die Schärfentiefe so gering ist, weil ihr ein sehr offenblendiges Objektiv habt, dann sieht man den Hintergrund vielleicht auch gar nicht so richtig, also man kann gar nicht beurteilen, ob das Ganze auf dem Kopf steht oder nicht, aber was man natürlich sozusagen immer sieht, ist der Punkt, worauf sie liegt und wenn jetzt quasi die Kugel auf einer Holzbank oder so etwas liegt und der Hintergrund ist auf dem Kopf dargestellt, dann kann das okay sein, meistens ist es das offen gestanden nicht. Das heißt,
Ich würde euch empfehlen, nachträglich die Spiegelung, die gesamte Glaskugel in Photoshop zu drehen. Das heißt, ihr wählt das Freistellen über Schärfebereich. Das Einzige, was in eurem Foto scharf ist, ist die Kugel. Dann macht ihr unten eine zusätzliche Auswahl da, wo der Untergrund noch ein bisschen in der Schärfenebene war. Und dann dreht ihr die Kugel um 180 Grad. Dann steht das Spiegelbild quasi wieder richtig rum und alles ist wunderbar. Was eignet sich an Brennweite? Ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass Fotografen gesagt haben, nimm doch irgendwas Weitwinkliges. Ich sage ganz offen, ich nehme etwas Telelastiges, weil ich möchte ja nur die Kugel drauf haben. Je mehr Brennweite ich benutze, also je stärker meine Telebrennweite ist, desto geringer ist der Schärfentiefe-Eindruck. Darüber habe ich es leichter, geringe Schärfentiefe zu erzeugen und damit ist die Kugel besser freigestellt. Und am Ende bekomme ich ja denselben Ausschnitt, weil das Hauptmotiv bleibt die Kugel. Wann macht das keinen Sinn? Das macht keinen Sinn, wenn ihr die Kugel unglaublich groß im Vergleich zum Hintergrund darstellen wollt, sie also näher an der Frontlinse sein soll, dann mag auch mal Weitwinkel Sinn machen. Ansonsten benutze ich eher sowas wie das 40-150-28 von Olympus und ihr mit irgendwelchen anderen Systemen vielleicht so ein 70-200-28. Das macht relativ viel Sinn. Oder ihr habt eine lichtstarke Festbrennweite. Ich habe hier heute ein paar Fotos gemacht mit dem 75-18 von Olympus oder vielleicht habt ihr den 85-18, 50-18, 85-14 oder was auch immer. Das sind Objektive, wo man das Ganze gut machen kann. Was ist motivisch geeignet? Motivisch geeignet sind natürlich Gebäude, Dinge, die dicht hinter der Kugel sind und dadurch in die Kugel ganz eingefangen werden, weil letztendlich macht sie einen Fischei-Effekt und bildet quasi 180 Grad ab. Aber auch Dinge wie Sonnenuntergang, Landschaftsfotos, der Himmel, eindrucksvolle Landschaften, alles Mögliche ist durchaus geeignet für die Glaskugelfotografie. Und ich zeige euch jetzt hier noch ein paar Fotos von der heutigen Tour durch die Speicherstadt eingeblendet. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte zum Thema Glaskugelfotografie, ihr hört es, die Kirchenglocken läuten, wir sollten also Schluss machen, dann gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden. Wenn ihr selber Glaskugelfotos gemacht habt, postet sie gerne hier unten in die Anmerkungen. Wenn ihr irgendwie etwas anders macht bei der Glaskugelfotografie und Hinweise an die Zuschauer habt, auch gerne in die Anmerkungen posten. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am Samstag sehen und dann wieder am Mittwoch. Ihr wisst es, Samstag, Mittwoch. Selbe Welle, selbe Stelle hier auf dem Kanal mit Bildbesprechung und Fototutorial. Und jetzt erstmal gute Zeit, auf bald. Ciao, ciao. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, hier oben, beste Fotoschule von Welt, den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keine Bildbesprechung und auch kein Mittwochstutorial. Beide Playlists auch hier unten eingeblendet. Hier an der Seite findet ihr unsere Fotokurse, Fotoworkshops und Fotoreisen in 25 deutschen Städten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier oder bei einer der Veranstaltungen sehen würden. Auf bald. Ciao, ciao. Warte, ich zeige euch mal ganz kurz, wie der da drüben ausparkt. Ihr hört das ja auch auf dem Ton. Guck mal hier, hören wir auch. Geht das mal an hier. So ist schon mal gesehen. Und dann so unfähig bei dieser Parklücke. Hört ihr das mal an hier. Und jetzt muss er rückwärts fahren. Da gleich rammt er bestimmt mit der A-Klasse seinen den Pfosten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, der ist ja da vorne erst. Na ja, gut, trotzdem. Gleich ist er gegen. So, jetzt ist da vorne auch schon gar kein Platz mehr. Meine Fresse. So, aber irgendwann wird es gleich geschafft haben, das nehme ich an. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber irgendwann wird er da weg sein und dann starten wir hier. Alter, ist das unfähig. Jetzt kommen die nächsten, die ausparken wollen. Unfucking fassbar. Und das ist ein Mann am Steuer. So, klar, jetzt mal ganz kurz. Jetzt muss ich noch mal neu klatschen.